Hallo, hallo, heute machen wir einen Roboter, der zwei Beine hat und der gehen kann. Dafür brauchen wir einen Motor, einen Akku und einen Zähler zu ihm. Ein Druckknopf, zwei Leuchtdioden, ein Resistor, der 100 Ampere hat, ein Aluminiumdraht mit dem Schnitt 1,5 quadratische Millimeter, der Länge 1 Meter und dann brauchen wir Schrauben und Bolzen. Welche brauchen wir, schauen wir mal während des Videos. Nehmen wir zwei Drähte, die 2 cm lang, verformen wir sie in solche Form. Mit der Hilfe des Leimes leimen wir die Drähte zum Reduktor an. Nehmen wir mal zwei Schrauben, die 25 mm sind, und kleben wir sie so. Und sowas muss herauskommen. Jetzt nehmen wir diesen Draht. Solche zwei Drähte sollen gebogen sein. Auf die Schrauben schrauben wir die Mutter zu. Jetzt stecken das Bein hinein und nochmal schrauben wir zwei Mütter zu. In dieser Stelle muss man diesen Draht nach oben beugen. Die Länge der Beine ist 4 cm. Nehmen wir die Füße mit der Hilfe Leimer Pistole leimen wir den Zähler des Akkus an. Mit der Hilfe der Schaufeln machen wir die Hände. Jetzt muss man alles zusammenlöten. Anschließend Augen auch. Das sind zwei LEDs, die parallel funktionieren. Solcher Roboter ist herausgekommen. Jetzt prüfen wir mal, wie er funktioniert. Solcher Roboter ist herausgekommen. Er gleitet auf dem Tisch, aber sicher geht er auf dem Linoleum. Jetzt erwarte ich von euch ein Like und nicht vergessen zu abonnieren, weil in der Zukunft viel interessanter Video wird. Tschüss!